Ich bin Spezialist für die Neukundengenerierung, Neukundenakquise in der IT-Welt, in der IT-Branche. Bis dann. Ciao. Rückspulen, rausschneiden. Alles klar. Tschüss. Willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein, Spezialist für die Neukundenakquise in der IT-Branche und heute mal das Thema Gefahrengut Bauchladen. Und das betrifft ganz, ganz viele altherkömmliche, traditionelle IT-Systemhäuser und so weiter und so weiter. Und deswegen schreibe ich euch das mal gleich an die Tafel hier. Und um das mal ein bisschen näher zu erklären, der Stift funktioniert schon gar nicht mehr richtig. Warum ist ein Bauchladen gefährlich? Ja, denn hier in Gefahrgut Bauchladen, da steckt das Wort Gefahr, gefährlich. Tja, ich möchte das mal mit einem anderen Beispiel, das wirklich jeder Mensch da draußen nachvollziehen kann, erläutern. Und zwar Thema Ärzte. Wer von euch kennt nicht den ganz normalen Hausarzt, den ich persönlich so gut wie nie besuche, weil ich ihn auch nicht brauche, ja, weil ich einfach fast nie krank bin. Das ist wieder ein anderes Thema. Richtige Ernährung und so weiter. Der Hausarzt. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Hausarzt so gut wie eigentlich schon immer völlig irrelevant, also unnötig war eigentlich. Ja? Denn wenn man die richtige Einstellung hat, das heißt, wegen so einer kleinen Grippe laufe ich nicht zum Arzt, ja? Und wenn ich was Schwierigeres habe, dann gehe ich sowieso zum Spezialisten. Besonders in Deutschland kann man ja sofort direkt zum Spezialisten gehen. Ja? Das ist nicht ganz so einfach in anderen Ländern, aber bei uns, explizit, speziell bei uns in Deutschland, haben wir da überhaupt kein Problem. Wir können jederzeit sofort zum Spezialisten. Und wenn ich nur so eine Kleinigkeit, so ein kleines Wehwehchen habe oder irgendwas, dann brauche ich doch keinen Arzt. Hallo? Ja? Aber das ist wieder eine kulturelle Geschichte. Da möchte ich jetzt nicht weiter drüber ausführen, ja? Also was da manche teilweise zum Arzt laufen und sich krank schreiben lassen. Aber gut, dieser Hausarzt, der jetzt sowieso langsam wegrationalisiert wird, warum? Über das Internet, denn alles, was mein Hausarzt sozusagen an der Oberfläche, so ein Generalist, ja, so ein Bauchladenkünstler, ja, so an Wissen und Expertise mitteilen kann, das kann ich mir auch heutzutage alles googeln. In Google steht so gut wie alles. Ja, sogar mehr als dieser eine Arzt jemals wissen könnte. Und hierzu folgendes Beispiel. Ich war tatsächlich mal beim Hausarzt, ja, vor einigen Jahren schon, ein, zwei Jahre her, und habe ihm ein paar Sachen gefragt. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Ja, irgendeinen Ausschlag oder sonstiges. Hätte ich gleich zum Hautarzt gehen können, dort war aber eine Warteschlange, ja, irgendein Termin in 3 Monaten. Ja. Und dann sagt er, okay, einen Moment, das google ich mal nach. Also warum gehe ich dann zum Hausarzt, nur damit er dann wieder in Google nachschaut, was dieses oder jenes bedeuten könnte. Ja? Also Hautausschlag oder was auch immer. Ja? Und genauso ist es eben auch in der IT-Welt. Ja? Wenn ich jetzt ein Systemhaus bin, ja? Ein IT-Systemhaus, ja, mit einem Bauchladen, dann, so wie es halt ursprünglich, wie auch noch viele, viele Systemhäuser sind, es ist halt wirklich schwierig. Denn mein Einstieg, ja, in meinem Einstieg muss ich mir sowieso wieder ein Thema raussuchen. Ich kann nicht reingehen und sagen, hallo, Herr Müller, IT-Leiter Herr Müller, wir können so gut wie alles, haben Sie gerade irgendwie Bedarf in so gut wie allen Bereichen? Ja, es funktioniert nicht. Ja, es ist, ja, dann kriegt man immer die Rückfrage, naja, sagen Sie mir doch mal, was Sie überhaupt können alles. Ja, und dann fängst du an und hast da irgendwie 17 verschiedene Dienstleistungen und was weiß ich. Es funktioniert nicht. Das heißt, du musst dich sowieso immer auf eine Sache konzentrieren. Ja? Und wenn du natürlich Spezialist bist, ja, bei den Ärzten, zum Beispiel der
Chirurgen, dann ist es zum Beispiel auch eine ganz andere Gehaltsfrage, denn der Hausarzt, der verdient ja vielleicht nur einen Bruchteil als wie der Chirurge, ja, weil er eben spezialisiert ist, weil er eben diesen hohen Spezialisierungsgrad hat. Und bei den IT-Systemhäusern hast du vielleicht, wo du jetzt irgendwie generell irgendwelche Hardware verkaufst oder sonstiges, ja, mit einer ganz geringen Marge oder Dienstleistungen, Beratungsdienstleistungen, so im 700 bis 1000 Euro Bereich Tagessatz, wenn du spezialisiertes IT-Systemhaus bist, ja. Also hier dich spezialisierst, also Spezialisierung, dann hast du vielleicht Tagessätze von Minimum, ja, 1500 Euro, ja, vielleicht das Doppelte oder vielleicht sogar das Zweieinhalbfache. Ja. Und du hast natürlich einen viel besseren Zugang zu deinem Markt, viel konkreter, viel direkter, auch in der Neukundenakquise. Ja. Und deswegen, selbst mit IT-Systemhäusern, die einen ganzen Bauchladen haben, mit denen wir arbeiten, sehr häufig auch, suchen wir uns ein, zwei, drei spezielle Themen heraus und verkaufen uns dort sozusagen, positionieren uns dort im Markt als Spezialisten. So, das war mein Tipp dazu zum Thema Bauchladen, Gefahrgut, ja, also sich kurze Gedanken drüber machen, hoffentlich hat es vielleicht den einen oder anderen weitergeholfen, würde mich sehr freuen. Mein Name ist Thomas Klein, ich bin Spezialist für Neukundengenerierung in der IT-Branche. Vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, Daumen hoch, bye bye.